Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Kommen. Leider leben wir in Zeiten, in denen es Kräfte gibt, die unsere Lebensfreude, unsere Freiheit mit terroristischen Mitteln bekämpfen wollen. Das mussten wir auch in den letzten Jahren immer wieder mit ansehen, wie zum Beispiel bei Anschlägen in Paris, Manchester oder in Moskau. Hier immer leider oft Konzerte, Großveranstaltungen, die ins Visier genommen worden sind, der IS-Terroristen. Und uns allen sind diese schrecklichen Bilder, diese abscheulichen Terrorangriffe noch leider viel zu gut in Erinnerung. So ein Anschlag war eben jetzt auch bei uns geplant. Und Gott sei Dank konnte diese Tragödie verhindert werden. Und derzeit ist es auch so, dass viele Österreicherinnen und Österreicher, Menschen, die extra nach Österreich gekommen sind, ausländische Gäste, die gerade jetzt sehr traurig sind. Viele haben sich seit über einem Jahr darauf gefreut, Tel Aviv im Konzert zu erleben, haben Hotels gebucht, haben sich passende Outfits zugelegt und waren voller Vorfreude. Eben all das, was Tel Aviv bei ihren Konzerten auslöst, diese Begeisterung, die wir alle gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam sehen und auch mitfühlen konnten. Daher verstehe ich sehr gut, dass die Traurigkeit bei denen, die das Konzert live erleben wollten, sehr groß ist, dass das tatsächlich für sie jetzt ein Moment ist, den sie zunächst einmal verarbeiten müssen. Mamas und Papas kümmern sich gerade um ihre Töchter, auch um ihre Söhne, die voller Begeisterung waren und Vorfreude für dieses Konzert. Aber es ist eben auch wichtig, dass in so ernsten Momenten wie jetzt es unausweichlich ist, dass die Sicherheit eben vorgeht. Die Sicherheit der Menschen im Besonderen, eben der Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher, der Töchter und Söhne, der Begleitpersonen, alle die, die sich gemeinsam eine gute Zeit machen wollten. Der Veranstalter hat aus meiner Sicht hier sehr verantwortungsvoll und nachvollziehbar mit der Absage gehandelt. Die Verdächtigen hatten tatsächlich sehr konkrete und detaillierte Pläne, um auch bei uns eine Tragödie eben im Ausmaß von Paris, Manchester oder Moskau, immer eben auch dort bei Konzerten, Veranstaltungen mit vielen Menschen anzurichten und ein Blutbad zu hinterlassen. Der Haupttäter hat gestanden, dass er mit zwei Komplizen einen Selbstmordanschlag durchführen wollte. Er hat sich dafür Waffen und Sprengstoff besorgt und weitere Vorbereitungshandlungen getroffen. Es ist tatsächlich so, dass es in Wahrheit unvorstellbar ist, wenn man daran denkt, welchen unermesslichen Schaden beim Gelingen dieses Anschlages tatsächlich angerichtet worden wäre. Schon wie erwähnt, ist es tatsächlich aber Gott sei Dank gelungen, das zu verhindern, dass diese Tragödie, die geplant war, eben nicht stattzufinden zu lassen. Und das ist nur gelungen, indem es eine mehr als intensive Zusammenarbeit gegeben hat. Eine Zusammenarbeit mit der neu aufgebauten Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, dem neuen Verfassungsschutz der Republik. Genauso wie mit dem Heeresnachrichtenamt, das ist der Auslandsgeheimdienst des österreichischen Bundesheeres, der eben mit der Kooperation der anderen Dienstepartner dadurch in die Lage versetzt worden ist, rechtzeitig diese Warnung auszusprechen und die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst daraufhin alle polizeilichen Maßnahmen auch umsetzen konnte, um eben den Täter habhaft zu werden. Und gleich eines hier vorweg, ein großes Danke an alle, die hier Verantwortung getragen haben, an die Ermittlerinnen und Ermittler. Das ist eine mehr als herausfordernde, schwierige, heikle Aufgabe, im Vorfeld den Täter zu observieren, zu schauen, ob es noch andere Mittäter gibt. Auch das ist gelungen, eben herauszufinden, durch die Festnahmen jetzt bestätigt, um damit eben wieder auch in unserer Republik und für uns alle Sicherheit herzustellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Grund, warum ich mich neben dem Innenminister zu Wort melde, ist, weil islamistischer politischer Terror immer auch eine Dimension hat, die mir sehr wichtig ist anzusprechen.
Terror hat ein großes Ziel. Er will Angst verbreiten, die Gesellschaft stören. Er will vor allem Hass sehen zwischen den Menschen, zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen, zwischen den Religionen. Umso wichtiger ist es, dass man gerade immer wieder, auch wenn es gelingt, vor allem dann, wenn es gelingt, einen Terroranschlag zu verhindern, die Stärke einer Gesellschaft zeigt, die Stärke einer wehrhaften Demokratie, die Stärke unserer Werte, die eben auf Freiheit und Vielfalt beruhen, die das Fundament unserer Gesellschaft, unserer Demokratie sind und damit unsere Demokratie auch wehrhaft sich zeigt gegen das, was der Terrorismus nämlich wirklich auslösen will, neben dem Umstand, Menschen zu töten, Leben zu zerstören und Menschen zu verletzen. Ziel des Terrorismus ist es, eine Gesellschaft gegeneinander aufzubringen, Demokratie zu destabilisieren, zu gefährden und damit auch eben sein Ziel zu erreichen, dass aus Chaos und Angst Regime der Radikalität, sei es religiös oder politisch motiviert, entstehen können, die Demokratie untergeht und die Menschen aufeinander losgehen. Gerade solche Augenblicke wie jetzt sollten uns daran erinnern, dass es besonders wichtig ist, zusammenzustehen, nicht das Trennende zu suchen, sondern das Einende, uns bewusst zu sein, dass wir in einem freien, wertebasierten Land leben, das auf den Grundlagen der Rechtsstaatlichkeit basiert. Und daher ist es so besonders wichtig, jetzt gerade in dieser Nachwirkung auch des vereitelten Terroranschlages, immer wieder die Wehrhaftigkeit und die Stärke dieser Demokratie zu zeigen, indem man sich die Hand reicht und sie nicht ausschlägt, indem man auf die Menschen zugeht und sie mitnimmt in einer Diskussion und nicht ausgrenzt. Und nochmals hier ein großes Danke an alle, die dafür sorgen, dass wir in Freiheit und Sicherheit leben können. Ein großes Danke an die, die dafür sorgen, dass die, die sich nicht an die Regeln in unserem Land halten, an die, die die Sicherheit und Freiheit und Demokratie, Vielfalt und Gleichwertigkeit des Lebens in Österreich gefährden wollen, dass die dann eben da sind, wenn es notwendig ist, die polizeilichen Maßnahmen setzen und durch die Zusammenarbeit eben hier im Besonderen zwischen Polizei und Bundeswehr es gelungen ist, mit den Partnerdiensten aus dem Ausland tatsächlich auch wirkungsvoll einen Schlag gegen den Terror zu setzen. Dankeschön. Wir haben noch Zeit für zwei, drei Fragen. Frau Boschen. Ja, zur Präzisierung, von wem der Hinweis kam, kam der jetzt von einem militärischen Geheimdienst oder von einem Partnerdienst des DSN? Die zweite Frage, kann der österreichische Staatsschutz ohne ausländische Geheimdienste quasi wenig bis nichts aufdecken, weil sowohl vor 4 Jahren bei dem Anschlag in der Innenstadt als auch jetzt beim SWIFT-Konzert kamen die entscheidenden Hinweise aus dem Ausland? Also zum einen sind hier die Grenzen fließend der Zusammenarbeit der Partnerdienste. Das können militärische genauso wie sozusagen polizeiliche Nachrichtendienste sein. Das Entscheidende ist für mich, und das ist das Wirkungsvolle, was wir besonders auch nach dem Terroranschlag in Österreich einfach verbessert haben, ist die Zusammenarbeit an sich der Dienste, einfach eine eigene Plattform, die intensiv Informationsaustausch betreibt. Und hier war eben das Zusammenwirken des Partnerdienstes, des Bundesheeres, der Polizei, das dazu geführt hat, dass die mutmaßlichen Täter jetzt auch tatsächlich verhaftet werden konnten. Zu Ihrer Frage im Besonderen. Es ist auch so, dass Österreich schon oft anderen Diensten geholfen hat durch Hinweise. Man kooperiert gemeinsam und gleichzeitig, das ist ja kein Geheimnis, ist es notwendig, dass die Dienste die notwendigen Mittel in die Hand bekommen und tatsächlich auch Ermittlungen zu führen. Das heißt, also Sie wissen es, sowohl der Direktor des neuen Verfassungsschutzes genauso wie die Heeresnachrichtenamt und Heeresabwehramtschefs immer wieder mit der Bitte an die Politik herantreten, auch hier Maßnahmen und Rahmenbedingungen zu bekommen, auch tatsächlich diese Ermittlungen mit besserer technischer Ausstattung im Sinne auch rechtlicher Möglichkeiten auch durchführen zu können. Das ist ein Prozess. Ich kann es nicht alleine entscheiden, sondern braucht dazu einen Koalitionspartner, Mehrheiten im Parlament. Sie wissen auch, wenn Sie den parlamentarischen Prozess verfolgt haben, das war bisher in Österreich immer sehr schwierig. Aber ich glaube, die Bewusstseinsbildung muss einmal mehr jetzt bei allen greifen, dass es notwendig ist, hier den ermittelnden Behörden, sei es Polizei oder auch Bundeswehr, mehr Möglichkeiten rechtlich einzuräumen, um schon auch im Vorfeld eben Gefahrenabwehr betreiben zu können. Frau Nindl.
Die Opposition, allen voran die SPÖ, fordert jetzt die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates. Wird das jetzt auch geschehen und wann? Und weil Sie es gerade auch angesprochen haben, der Zugriff auf Messenger-Dienste, das ist etwas, was Sie damit offenbar erneut fordern. Werden Sie da noch einmal auf die Grünen zugehen? Es ist also zum einen, zu Ihrem zweiten Teil Ihrer Frage, technische Überwachungsmöglichkeiten ausweiten. Das ist eine bestehende Forderung, schon beginnend mit mir als Innenminister, sich fortsetzend auch als Bundeskanzler. Oft ist es so, dass die parlamentarische Ablehnung rechts wie links stattfindet. Sowohl FPÖ als auch SPÖ als auch Grüne sind hier immer wieder Gegner dieser Maßnahmen. Ich halte das für einen schweren Fehler für die Sicherheit in unserem Land. Es ist eben auch wieder ein Beweis mehr, dass es wichtig ist, in erster Linie den staatlichen Institutionen da Vertrauen zu schenken, dass sie mit richterlicher Kontrolle diese Möglichkeiten hier sehr sorgsam einsetzen, um tatsächlich Gefahrenabwehr betreiben zu können. Und Ihr erster Teil der Frage war, der Nationale Sicherheitsrat, da gibt es einen Fristenlauf, der jetzt eingehalten wird, also er wird stattfinden, erster Teil der Frage und zweiter Teil, jetzt wird eine Terminsuche gerade stattfinden zwischen den Büros, sodass halt dann tatsächlich der Nationale Sicherheitsrat in den nächsten Tagen auch stattfinden kann. Frau Weiß. Der Frage geht es eigentlich über die Nachrichtendienste und Staatssicherheit. Ja? Ich würde in diese Frage stellen, war das wirklich notwendig, diese Konzert zu absagen? Ja? Weil das kann man sagen, dass die Sicherheitsbehörde und das Nachrichtendienst haben seine Job getan, ja, und war das wirklich notwendig, diese Konzert zu absagen, weil kann man sehen, da gleichzeitig die Olympischen Spiele in Paris, ja, wie viel Sicherheitsfrage gibt dort? Ist das nicht eigentlich unsere Leben, besteht sie über diese Sicherheitsfragen? Danke. Also ich glaube, man muss das auseinanderhalten. Großveranstaltungen, so wie jetzt Olympiade oder ich glaube auch Europameisterschaft ist zitiert worden. Mit diesen Großereignissen wird über einen fokussierten Raum mehrere Sicherheitskräfte verschiedener Einheiten zusammengezogen. In Paris zum Beispiel sind über 100.000 Sicherheitskräfte gerade jetzt im Einsatz. 45.000 Polizistinnen und Polizisten, auch österreichische Polizisten sind dabei, 55.000 private Sicherheitsleute. Bei der Europameisterschaft war dasselbe System. Was ist jetzt der Unterschied zu dieser Situation? Unmittelbar bevor die Konzerte hätten stattfinden sollen, ist eine IS-Zelle mit Selbstmordattentätern ausgehoben worden. Das ist unmittelbar davor passiert. Das heißt, wenn Sie jetzt im Ermittlungen beginnen, Nachschau halten, wer noch alle in diesem Netzwerk drinnen hängt. Wir haben vom Verfassungsschutzchef gehört, dass es eben auch weitere Ermittlungen gibt, ist die Gefährdungslage um damit akut um ein Vielfaches höher. Daher kann ich eben, wie gesagt, die Entscheidung des Veranstalters nachvollziehen, in dem Fall den Weg der Sicherheit zu wählen. Und der Veranstalter hat dann aus diesen Gründen eben auch die Veranstaltung abgesagt. Kräfte gibt jetzt in diesem Moment in Österreich, ja? Weil das habe ich eh gesagt, dass die manche sind irgendwie nach Paris geflogen, eine Unterstützung dort zu geben bei den Olympischen Spielen. Wie viel sind in dem Moment tätig? Das haben wir auch, der Sommerurlaub und so weiter. Ja? Wie viel Sicherheitskräfte sind tätig in Österreich? Ja? Nur Sicherheit, nicht ein Nachrichtendienst, das ist dann andere Geschichte. Ja? Danke. Also jetzt muss ich auf mein Wissen als Innenminister zurückgreifen, als ehemaliger. Sie haben ungefähr 7.700 uniformierte und zivile Polizeikräfte allein in der Bundeshauptstadt Wien. Und Sie haben ca. 32.000 uniformierte Polizeieinsatzkräfte in ganz Österreich und untergliedert dann in verschiedene Einheiten, Spezialeinheiten. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.